Ja, bei mir ist Michael Fuchs. Michael, zunächst herzlichen Glückwunsch. Zwei Finals wieder bei der deutschen Meisterschaft. Erwartet? Erhofft zumindest. Wir sind im Handdoppel aus Setzpaar 2 ins Rennen gegangen und im Mixed waren wir top gesetzt. Von daher haben wir zumindest mal den Doppelplatz schon erfüllt. Und morgen würde ich auch gerne den Mixedplatz auf jeden Fall noch erfüllen und im Doppel vielleicht auch noch eine Schippe drauflegen. Wir sitzen jetzt ausnahmsweise mal bei den Zuschauern. Das war diesmal richtig gut hier, oder? Ja, es wird jedes Mal ein bisschen mehr. Jedes Jahr kommen ein paar mehr Zuschauer, finden den Weg hier nach Bielefeld in die Seitenstegerhalle. Und ja, hoffentlich wird es morgen auch nochmal so richtig voll, damit richtig Stimmung hier in die Bude kommt. Sehr schön, da würden wir uns alle freuen. Ich habe allen eigentlich gesagt, die bei Olympia waren, wie war es bei dir? Wie konntest du dich motivieren, jetzt wieder so Topleistung zu bringen? Ja, ich hatte natürlich ein kleines Loch auch nach... Ja, so im Spätjahr letzten Jahres, aber jetzt die Asientour im Januar hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Die paar Tage frei über Weihnachten waren wirklich ganz gut für mich und ja, jetzt sind wir wieder mit frischer Energie am Werk und hoffentlich hält es noch eine Zeit lang so an. Und da muss ich natürlich noch fragen, wie macht er das immer so? In Korea minus 20, dann in Malaysia plus 30. Das ist schon hart für den Körper, oder? Schlaucht das nicht unglaublich? Ja, es ist natürlich eine anstrengende Tour. Vor allem auch gepäckmäßig ist etwas schwierig, da wir ja sowohl für Winter als auch für Sommer Sachen einpacken müssen. Aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir diese Tour spielen oder gespielt haben. Von daher sind wir da schon routiniert genug, um das Ganze souverän über die Bühne zu bringen. Dann wünschen wir dir viel Glück für morgen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke.